Ralf Brinklaus, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Die Sommerpause geht langsam zu Ende. Der politische Betrieb in Berlin geht auch weiter. Und ein spannendes Thema ist die Rente. Jetzt sind Vorschläge auf dem Tisch. Wahlkampfgetöse oder ist da was Handfestes dahinter? Naja, wir haben eine Rentenkommission eingerichtet und ich finde, bevor man irgendwelche Zusagen macht, sollte man erstmal abwarten, was diese Rentenkommission auch am Ende als Ergebnis hervorbringt. Es ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Das eignet sich jetzt nicht für schnelle Parolen, sondern da muss seriös gearbeitet werden. Und insofern sind wir da auch nicht so glücklich drüber, dass Olaf Scholz sich da so weit aus dem Fenster gehängt hat. Spannendes Thema in der Sommerpause war auch der Anstoß der CDU-Generalsekretärin zum Thema freiwilliges Jahr, Dienstjahr. Wie sieht das aus oder kommt das zu, wie soll das ausgestaltet werden? Also auch da muss man noch tiefer daran arbeiten, aber ich finde es gut, dass Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Vorschlag in die politische Diskussion gebracht hat. Ich persönlich halte so ein Ja, was man bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr oder im sozialen Bereich verbringt, für sehr, sehr gut, weil es den Menschen auch zeigt, dass man für seinen Staat, für die Demokratie und für unser Zusammenleben auch was tun kann, vielleicht auch sogar was tun muss. Und insofern ist es diese Idee wert, dass sie weiterverfolgt wird. Es wird aber nicht einfach werden, weil das Ganze muss verfassungsfest sein. Und dementsprechend bin ich gespannt auf die nächsten Monate. Vor der Sommerpause wurden ja schon viele Gesetze auf den Weg gebracht. Was steht denn jetzt auf der Agenda als im zweiten Halbjahr des Jahres? Also für mich steht jetzt erst auf der Agenda, wenn ich wiederkomme, der Bundeshaushalt für das Jahr 2019. Da wollen wir die schwarze Null halten. Wir wollen das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, auch umsetzen. Wir wollen danach noch Grundgesetzänderungen auf den Weg bringen, weil ein Digitalpakt Schule läuft nur, wenn wir das Grundgesetz entsprechend ändern. Das heißt also, ich bin da ganz gut beschäftigt. Und ansonsten gibt es natürlich die großen Themen, die uns aber auch noch in der ganzen Legislaturperiode beschäftigen werden. Eins haben Sie angesprochen, zum Beispiel Rente.